Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute gibt es wieder eine Reaktion auf die neueste Folge von Bau die Burg. Ist die fünfte Folge, es geht auf die Burg Rheinstein am Rhein und ich habe mich mit Pumi the Cat und Klim zusammengeschlossen. Wir haben zu dritt eine Reaktion darauf aufgenommen im Twitch-Stream und die könnt ihr euch jetzt angucken. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Zwischen mir und Klim, es knistert so ein bisschen. André drängt sich so ein bisschen rein, aber... Was? Ich glaube, ich bin drin. Was? Das wird eine ganz furchtbare Reaktion. Das ist unangenehm. Bitte? Wie oft wir diese Szene drehen mussten. Ich möchte es war schlimm. Ihr wisst es. Es ist schon sehr romantisch, gerade zwischen mir und Klim. Es knistert so ein bisschen. Diese Szene haben wir so oft gedreht. Nee, schieb das Ding mal ein bisschen tiefer rein. Nee, langsamer. Ein bisschen langsamer. Hast du gar nicht wirklich gesagt, oder? Der Clip meines Lebens. Das bitte? Nichts. Ich habe nur ganz komische Dinge gehört. Das war auf jeden Fall, wir müssen es oft machen, ja. Drängt sich so ein bisschen rein, aber... Guck mal, so fantastisch, so bescheuert. Einmal, das tut mir ultra leid, tut mir immer noch ultra leid, da habe ich dich an der Oberlippe getroffen. Ja. Und mit dem Ding. Ich habe bis heute einen ausgeschlagenen Zahn, deswegen auch. Hab ich gesehen. Klar. Die Kamera stand da vor so einem kleinen Zwischenfenster und ich stand neben der Kamera. Ich durfte das alles von hinter der Kamera anschauen und ich habe mich köstlich amüsiert. Na, sag ich mir. Ich glaube, ich bin drin. Ich bin im Game. Seit jeher übertrafen sich die Menschen beim Errichten beeindruckender Bauten. Auch heute gibt es etliche solcher Konstrukteurinnen. Doch sie bewegen keine Steine, sondern Pixel. Nun lassen wir einen der besten von ihnen, Baumeister Klim, gegen eine Schar von Herausforderinnen antreten. Ihre Aufgabe, die Burgen des Mittelalters wieder auferstehen lassen. Wer überzeugt das Tribunal mit seinen Baukünsten? Und wer hat am Ende noch alle Zinn in der Mauer? Findet es heraus bei... Bau die Burg. Schön, dass ihr da seid und willkommen bei Bau die Burg, dem ehrenvollsten Scharmützel seit der Befreiung von Orléans. Achso, bevor du jetzt, Sophia, korrigierst, wie Orléans ausgesprochen wird, was ist dieses Scharmützel? Scharmützel ist ein Kampf. Scharmützel ist so ein... Aber was ist das Scharmützel von Orléans? Die Schlacht von Orléans. Die Schlacht von Orléans oder die Befreiung von Orléans ist vielmehr, es war eine Belagerung, die dann von Johanna von Orléans, Jeanne d'Arc, aufgebrochen wurde. Die ist den Franzosen zu Hilfe gekommen, hat die Moral wieder gerichtet und dann haben sie die Engländer vertrieben. Das ist so die Belagerung von Orléans ist so der Wendepunkt im Hundertjährigen Krieg. Ab dann beginnt so beginnt quasi die Phase, in der die Engländer verlieren. Am Ende haben sie den Krieg ganz verloren. Und da ist die Belagerung von Orléans ganz wichtig. Der Gag, der jetzt kommt, ich verstehe ihn nicht. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum das so im Drehbuch steht und was daran lustig ist, aber das müsst ihr jetzt entscheiden. Ich bin gespannt. Orléans. Ich bin der Einzige. Orléans. Wir haben uns versammelt, um zwei... Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe es nicht. Nee. ...ehrenwerten Architekten beim Nachbauen von echten Burgen in Minecraft zuzusehen. Dabei haben die beiden lediglich 12 Stunden Zeit. Sollten sie länger brauchen, freut sich der andere über Punkte. Dieses Duell liefern sich unser mauermörtelnder Baumeister Klim und Pumi the Cat, der als Kater vom Bergfest. Hä, aber cool mit dem Buch, so, hä? Ja. Das war so schwer, das glaubt ihr. Ich konnte es nicht mit einer Hand halten. Tolles Buch. Halt's doch mit einer Hand. Das sieht das Foto besser aus. Also, das wiegt 15 Kilo, Junge, ich kann das nicht halten. 7 Kilo. Aber ja. 15 Pfund. Ne, mit einer Hand wiegt das dann wieder 15 Kilo, weil das ist ja nur eine Hand. Achso, ja, klar. Okay, die Rechnung mache ich aber jetzt immer, wenn ich mit Hand trainiere. Wenn ich es nur einhändig halte, liegen meine Handel das Doppelte. Super Logik. Super Logik. Ja, 15 D-Kilo oder so. Weiß nicht. Einziger Minecraft-Spieler weltweit gern mit Kupfer baut. Das ist so ein Quatsch. Kupfer ist halt übel. Nein, habe ich ja auch nicht verstanden. Du kannst halt noch so viele Dinge sagen können. Ja. Ich habe zum Beispiel gesagt, die haben ja die Fragen, ja, okay, was für einen Satz möchtest du da vielleicht dich, was ist besonders? Und da habe ich gesagt, ich war so ein Idiot, ich habe für das Phantom gestimmt. Den nervigsten Mob in Minecraft. Das wäre ein viel besserer Fakt gewesen. Ja. Aber das mit Kupfer ist halt völliger Quark. Kupfer ist halt übelst der geile Block. Das ist mega geil. Wie heißt der? Staubesand? Nee, wie heißt der Vorname? Ja, doch, Daniel. Daniel, genau. Daniel sagt nämlich, er hasst Kupfer. Ja. Da haben wir lange drüber diskutiert, warum er den so scheiße findet. Lustig ist es, am Ende im Bild hat Klim dann eine ziemlich coole Kupfer-Turmspitze gemacht. Ja, aber ich habe nicht gerne damit gebaut. Ach so, okay. Anscheinend. Cool war sie. Okay.
Mit dem Blöckestapeln starten müssen Sie allerdings erstmal einen Blick auf die Burg geworfen haben. André, welche Burg steht denn heute im Mittelpunkt? Heute wird's romantisch. Ich war mit den beiden zusammen auf Burg Rheinstein. Schöne Burg aber. Mega. Eine geile Burg wieder. Burg Rheinstein liegt auf einer Felsnase nördlich von Bingen am Rhein. Als erste Anfang des 19. Jahrhunderts wieder aufgebaute Burg am Rhein stellt sie den Startschuss der rheinischen Burgenromantik dar. Riesling! Ah, Riesling! Riesling! Riesling, beste Katze. Ja. Das war schon ganz oben auf der Burg. Also das war schon, da waren wir schon 2-3 Stunden auf der Burg, bevor wir das gedreht haben. Ja. Und vor allem der ganze Weg. Also musst, um da hinzukommen, musst du halt einmal um die ganze Burg rum, auch hinten rum. Das ist schon ein richtig Weg da hoch. Ja. Das Schlafzimmer. Romantisch, oder? Ja, total. Das ist eine der Szenen, die wir mit als letztes gedreht haben, verrückt. Das stimmt. Aber warte. Mir fällt auf, ich glaube, es ist mir bei allen Folgen aufgefallen, die Challenger vor allem gucken immer an die Decke im Raum und das die ganze Zeit. Ich auch. Obwohl da gar nicht so viel ist. Der Raum ist schon interessant, aber alle gucken immer so, wow, die Decke. Ja, aber gesagt wird, guck mal so. Also, ja, genau, ja, sage, ja, aber du guckst, du guck mal so, oh. Du gehst, wenn du in den Raum gehst, also ich kenne es auch, der erste Blick in so einem Raum geht erstmal nach oben, weil da siehst du ja auch, du hast ja periphere Wahrnehmung, du siehst auch Teile der Wand, aber das ist tatsächlich so, auch bei Burgführung und sowas, der erste Blick geht immer an die Decke. Kannst du, glaube ich, nicht viel machen. Vielleicht ist es sowas Natürliches. Besser der Blick, als man selber an die Decke war. Ja, vielleicht ist es so ein Urinstinkt, falls von da ein Raubtier kommt oder so. Keine Ahnung. Ah, von der Decke. Ja, ja, klar. Wer kommt? Spider-Man oder? Naja, so Raubtiere aus den Bäumen oder so. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Das kann sein. Oder in der Höhle vielleicht, ja. Sehr bunt. Sehr knallig. Du siehst schon, es ist nicht mittelalterlich. Es ist das, was man sich unter... Du hast wirklich an die Decke geguckt. Ja, oder? Ständig. Ja. Nur. Im Mittelalter vorgestellt hat. Die Burg hier ist im 14. Jahr... Phantome, schreibt mein Chat. Ich habe auch für die Phantome gestimmt, by the way. Oh. Ja. Er hat zum ersten Mal erwähnt worden, im frühen 14. Jahrhundert. Und im späten 16. Jahrhundert ist sie schon wieder aufgegeben worden, ist verfallen. 1823 kauft dann ein Prinz von Preußen diese Burg und lässt sie neu aufbauen. So. Aber nicht so sehr an den historischen Vorlagen, sondern vor allem hat versucht, eine romantische Vorstellung von Burg. Wie heißt der Prinz, der diese Burg kauft? Friedrich Wilhelm oder Wilhelm? Ja. Friedrich Wilhelm, der Friedrichste. Am Friedrichsten, ja. Vielleicht Friedrich Wilhelm mittlerweile. Erinnerst du dich noch, wie er wirklich hieß? Der das gekauft hat? Ja. War das nicht so ein Opernsänger? Nee, das war ein preußischer Prinz. Nee, dann weiß ich es nicht mehr. Friedrich Wilhelm Ludwig. Ah, Ludwig hinten raus. Ah. Ja, das, welche Burg hat denn so einen Opernsänger gekauft? Cochem. Nee, die nächste. Aber der war kein Opernsänger, der war Fabrikant. Ah. Nein, Opern. Nee, ich weiß, was du meinst. Quatsch, Opernsänger. Die jetzige, die Burg, wurde in den 70er Jahren von einem Opernsänger gekauft. Und ja, jetzt, genau. Das meine ich genau. Doch. Genau, seine Nachfahren leben da jetzt. Genau. Okay. Ja. Das war aber im 1970ern. Ja, aber guck mal, so schlechtes Gedächtnis habe ich schon, aber nicht ganz so schlecht. Setzen? Also wenn ich Romantik höre, denke ich, glaube ich, eher an so dieses moderne Romantik. Also Amor, Liebe und so weiter und so fort. Ein Picknick am... Plant seine Hochzeit in einem Minecraft-Schloss. Stark. Wirklich? Cool. Ist kraftvoll. Nee, ich will gar nicht heiraten. Ich will keine Hochzeit. Das habe ich auch mal gesagt. Schloss, nächste Staffel. Das habe ich in deinem Alter auch gesagt. Ich baue ganz viel Scheiße, baue ich aber keinen Scheiße. Baue ich Scheiße. Da kann eine Frau echt helfen. Ich rede aus Erfahrung. Im Wald oder was auch immer. Also mehr als an dieses Romantik als Kunst oder Stilrichtung. Romantik hat jetzt nicht so was mit Liebe zu tun, als eine Kunst. Bitte? Diese Kapelle ist so geil. Oh, die Kapelle ist unfassbar schön. Die zeigen sie, glaube ich, gar nicht so sehr im Film, was ein bisschen schade ist, weil die echt so ein Sahnestück der Burg ist. Ja, die ist wirklich schön. Epoche im 19. Jahrhundert, ganz, ganz wichtige Kunstepoche. Man redet hier auch von der Burgenromantik am Rhein und das hier ist so eine der ersten Burgen, die wieder aufgebaut wurden. In diesem Stil und es hat ganz viele Nachahmer gefunden. Es war richtig schick, sich eine Burg am Rhein zuzulegen und die neu aufzubauen. Und es muss sowohl den damaligen Bequemlichkeitsansprüchen entsprechen, als auch der Idee vom Mittelalter. Und dann kommt halt das hier bei raus. Und was ist das hier für so ein... Das ist der Klingelzug für die Dienerschaft. Ah ja, und dann ist der Klümmelzug.
Der Klimmel. Hallo, ich hab gerne. Weiter. Alle Snacks? So das Smart Home des Mittelalters. Ja, korrekt. Das ist mein Joke, by the way. Nein, ich hab den zuerst gemacht. Dann hat Ian geklaut. Und dann hat am Ende hat Dirk ihn mir wieder zurückgegeben. Ist das so? Ich glaube, ja, also, genau so passiert. Stimmt, sogar mehrmals. Ich will den Namen nicht sagen, weil die Troller sonst hinter mir anspringt, Joke gebracht. Oder? Ja, stimmt. Ja, das warst du, ja. Okay, Entschuldigung. Okay, Lina, wie ist das Wetter heute? Ich möchte aber gerne. Kann ich bitte meine Alexa so umstellen, dass sie auf Dina reagiert? Das wäre doch mal was. Ich glaube nicht. Hey, Dina. Das weiß ich auch nicht. Wäre aber cool. Wäre herrschaftlich. Ich fände es auch cool, wenn man so eine AI-Stimme da reinballern könnte. Weil dann kann man das Sprachmodell trainieren und dann einfach Jarvis machen. Das würde ich sehen. Oh, das wäre crazy. Ich hätte lieber die AI aus Edie aus Mass Effect. Ah, ja, verstehe ich. Heißt du dann Joker? Nee. Okay. Zu schätzen, weil er alles immer so spontan richtig macht. Deswegen glaube ich, der einzige Fehler, den er machen kann, ist sich zu verschätzen bei irgendwas und dann zu viel Zeit zu verbrauchen in Details. Ich habe einen Vorteil dadurch, dass ich schon Bogen gebaut habe. Probleme könnte man echt mit der Zeit bekommen, beziehungsweise wegen falscher Einschätzung der Zeit. Aber so wie ich Pumi kenne, würde er sich vorbereiten. Oh nein, Pumi, weißt du noch, was wir machen mussten? Was mussten wir machen? An der Stelle, wo wir da standen ungefähr gerade. Ja, ich weiß, was wir machen mussten. Ich hoffe, das ist nicht mit drin. Das ist aber nicht drin, oder? Was musstet ihr denn machen? Ich hoffe, das werdet ihr gleich hoffentlich nicht sehen. Habe ich was verpasst? Genau. Aber doch, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Also ich hoffe einfach, dass es nicht drin. Bitte lass es drin. Ich plane das immer ein bisschen vorher durch, deswegen. Ja, ungefähr steht sie schon. I lied. Glück gehabt. I lied. Wow. Und hier hat Friedrich Wilhelm Ludwig krass, sein Frühstück eingenommen. Crazy. Das ist ja beeindruckend. Ja. Aber das ist nicht echt, oder? Nee, ist aufgemalt. Und auch nicht mittelalterlich, sondern das ist genau. Das sah aber wirklich verdammt echt aus. Das sah krass aus. Wirklich. Hier sieht man es nicht so gut, wie es tatsächlich vor Ort wirkt. Im nächsten Raum sieht man es, glaube ich, ganz gut. Meine ich zumindest. Boah, also da war nichts besser. Der, wo wir gegessen haben. Ja, genau. Ah ja. Und das ist genau diese Neogotik, nennt sich das Ganze. Also eine Neugotik. Der Kamin ist, by the way, nicht aufgemalt, der steht wirklich im Raum. Der ist riesig. Also wer das Geld hatte, hat sich zu der Zeit irgendwas in neogotischen Stil bauen lassen, findet man auch in Städten zum Beispiel. Und so ein Prinz baut sich halt hier seine romantische Märchenschlossversion einer Burg. Und diese Rückwendung zum Mittelalter, die hat auch einen Grund, denn wir sind so in der Bauzeit kurz nach den Napoleonischen Kriegen, 1815, Napoleon ist vertrieben worden. Hier das ganze Rheinland geht an Preußen, Europa wird neu verteilt. Das heißt, die Preußen kommen auch her und sehen, oh, Mittelrhein, wie hübsch. Und da entsteht so ein neues Nationalbewusstsein. Man ist deutsch. Das gab es vorher in der Form gar nicht. Und da sucht man natürlich seine Wurzeln, findet sie im Mittelalter und macht sich so eine Identität daraus. Alles aufgemacht. Das ist ganz viel Identitätsbildung. Wir haben so eine Geschichte und die wird so wieder hervorgeholt und neu aufgebaut. Auf die Decke, alles. Die lassen. Ich glaube, ich würde es ganz anders machen. Diesmal ist unfassbar viel von meinem Gerede drin. So viel habe ich in den anderen Folgen auch immer geredet, aber sie haben es nicht drin gelassen. Also es ist krass, wie viel Zeit die sich diesmal lassen. Ja, die Folge geht auch eine halbe Stunde, also es ist richtig gut. Aber können wir kurz Worte zu diesem hässlichen Raum verlieren, den wir gerade sehen? Die Farbe hat in den Augen gebrannt. Stimmt. Der Raum war nicht angenehm. Ja. Das war furchtbar. Also ich glaube, ich würde das machen, was... Ich habe seinen Namen vergessen. Friedrich Wilhelm. Die heißen alle irgendwie Friedrich Wilhelm. Was der gemacht hat hier, nur mit modernen. Groß. Ja, du hast ja recht. Also, Entschuldigung, zwei von drei Namen auswendig finde ich gut. Heißt eigentlich Friedrich Wilhelm von Wilhelmsen-Klimberg. Ich kann das alles nicht mehr. Stark. Warum liegen die denn meinen echten Namen? Das ist stark. Große Glasscheiben, Fußbodenheizung, Internet, ja. Und das ist dann wirklich so dieser Clash von Moderne und Burg. Gaming Burg. RGB. Okay. Bisschen RGB rein. Nach euch. Ja. Okay. Dankeschön. RGB rein, ja. Sehr gern. Richtig. Oh, schön. Oha. Ja, das ist das sogenannte Kredenzzimmer. Das ist quasi das Teezimmer. Mhm. Und hier kannst du halt wunderbar sehen, dass die Leute sich bemüht haben, Mittelalter nachzubilden. Aber hier ist nichts mittelalterlich.
Mit Ausnahme der Fenster. Die sind tatsächlich aus dem 14. Jahrhundert zum Teil. Dann sind die wahrscheinlich auch nicht doppelt verglast. Ah, doch, die sind sogar schon im Mittelalter doppelt verglast. Gerade um diese teuren, bunten Scheiben zu schützen, war da oft eine Verglasung außen. Also so diese Mischung aus originalen und nachgemachten Sachen, das ist so ganz typisch für diese Neogotik. Ich versuche das Ganze hier nachzubilden. Ist das Holz eigentlich auch aufgemalt? Ach, fass mal an. Das fand ich krass. Ist Stein. Ja. Ja, das riecht aber was. Ist komplett aufgemalt gewesen. Bitte? Ja, wobei, ja, es ist eben nicht Stein, sondern es ist Putz. Also Detail, aber tatsächlich. Putz doch selber. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, André legt gleich hier auf. ach was, mach weiter. Richtig gut gemacht. Wow. Also die Aussicht. Das ist großartig, oder? Der Oberhammer wirklich. Und ich weiß gar nicht, was schöner ist. Die Aussicht hier vorne oder die Aussicht auf die Burg? Entschuldigung. Aber ich dachte, du. Achso. Dankeschön. Heute ist das ganze Mittelrhein. Oder die Aussicht auf Pumi. Ja, ja, das war aber. Das fehlt voll, finde ich. Wir haben das an Valentinstag gedreht. So, das fehlt das so ein stimmt. bisschen. Das Wissen fehlt euch, glaube ich, bis dato. Darum ist es wirklich so übertrieben dargestellt. Ja, das war Valentinstag. Aber was ich mal sagen muss, an Klim, was ich immer wieder großartig finde an dir, und wir haben ja 8 Burgen mit zusammen gesehen, du bist unfassbar begeisterungsfähig. Ja, voll. Du kommst da wirklich geil, die Burg. Ja, aber du kommst wirklich auf so Punkte und man muss die gar nicht irgendwie zu bringen, sondern du kommst sofort, oh, wie großartig. Also wenn du was siehst, was dir gefällt, sofort, finde ich toll. Das ist eine große Qualität. Vielen Dank. Aber ich weiß nicht, ist doch viel schöner das Leben, wenn man Sachen schön findet. Ja, sehe ich ja auch so. Also, das ist sehr lieb von dir, dankeschön. Bitte. Teil Weltkulturerbe, das hat einen Grund. Und nach den Napoleonischen Kriegen, als das Ganze. Es ist aber auch geil, guck mal, da hast du so ein Fenster da oben und so eine. Guck mal, diese kleine Dachgaube neben dem Kamin, es sieht alles geil aus, ich will da hochlaufen. Auch die Bilder werden gerade dem Ganzen nicht gerecht. Ich meine, das Wetter war jetzt nicht so super, aber der Rhein. Ich war ja gerade in der Mosel in Urlaub und wenn ich an so einem Ufer stehe, egal ob Berge, große Flüsse oder Meer, ich bin jedes Mal überwältigt. Natur finde ich einfach so unfassbar beeindruckend. Ich bin letztens eine Motorradtour gefahren, eine kleine, und da bin ich auch an so Bächen und durch Wälder, das war einfach ultra schön. Und diese Berge im Hintergrund, da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen zu grau jetzt nach dem in dem Video. Ich habe das Gefühl, es war bei uns grüner, oder? Nee, es war auch an dem Tag relativ graues Wetter. Vor allem später. Als dann zu regnen. Genau. Ja, okay. Als die Rheinprovinz und Teil von Preußen wurde, kamen auch die Preußen her und haben den Mittelrhein gesehen, haben sich verliebt, haben die Burgen gesehen und die Burg war in so einem schlechten Zustand. Als die Franzosen hier waren, nach der Revolution, haben sie jede Menge Burgen gesprengt und hier haben sie kein Pulver mehr verschwendet, waren offenbar nicht mehr wert zu sprengen. Kaputt genug. Ja, aber dafür war halt genug da, um hier einen Wiederaufbau zu machen. Und das hat dann der Prinz von Preußen genau hier gemacht. Und was spannend ist, wenn ihr da drüben mal guckt, dieser Turm zum Beispiel, da haben wir noch Putzreste. Da hat man den Gedanken gehabt, wir machen nicht nur komplett. Ist das, das sieht ein bisschen so aus wie so eine Frucht, weißt du, unten. Ah, wie so eine sehr strampige Birne. Ja, unten so eine Beere und oben hängt so das Blatt noch dran. Okay, jetzt pass auf, das ist eine Handgranate mit Stift. Okay. Ja, okay, es ist, vielleicht wurde damit die Burg gesprengt. Die heilige Handgranate von Antiochia, ich sehe es genau. Oder von Worms, ja. Oder die Gum-Gum-Frucht. Nicht raus. Nicht nur komplett was Neues, sondern wir bauen mit dem, was da war. Ansonsten ist diese Burg, aber die ganze Optik ist ja so nach Ruine. Die ist nicht verwittert, die sah so aus nach dem Wiederaufbau. Also die haben sie als Ruine quasi aufgebaut. Ja, das war der Sinn, aber gleichzeitig sehen wir eben so Ansätze, dass man die alten Putzteile nimmt, sondern teilweise alte Bauteile verwendet, dann ergänzt durch neue. Und so hast du am Ende hier so diese romantische Ruinenoptik. Ich finde, die Burg ist wirklich, wirklich toll. Ich habe mir gewünscht, dass es eine Burg wird, die so ein bisschen im Hang reinhängt. Und das ist natürlich, das ist die Burg, die ich mir nicht besser wünsche. Bitte, was stand da gerade? Pumi the Cat freut sich zu früh. Was stand da gerade? Das Foreshadowing etwa schon. Geh mal zurück, ich will sehen. Die gute Vorschattierung. Ja. Wenn hier so diese romantische Ruinenoptik. Kurzer Funfact, in diesem Turm ist ein Drache. Ja. Ja. Und eine Bibliothek. Ich finde, die Burg ist wirklich, wirklich toll. Ich habe mir gewünscht, dass es eine Burg wird, die so...
Ja. Ist das hart, Alter. Ist das hart. Kennt keine Gnade auch, muss ich sagen. Nein. So ein bisschen im Hang reinhängt. Und das ist natürlich, das ist die Burg, die ich mir nicht besser wünschen kann. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also als ich durch das erste Tor gegangen bin und dann gab es so ein kleines... Das stimmt. Ich würde die Burg. Ich stand letztens in einem Fahrstuhl und ich gucke so hoch und über dem Fahrstuhl, da waren so ganz viele Sticker in diesem Fahrstuhl. Und über dem einen Sticker, der größte Prominente, da stand einfach Burg und ich dachte mir, warum? Ja, wollte ich mit euch teilen. Ein Weg an der Burg vorbei. Also da habe ich wirklich gesagt, ich glaube, das ist bis jetzt die schönste. Elemente, auf die ich besonders achten würde. Die Türme und die Mauern, glaube ich, das ist so das Wichtigste, dass es da einigermaßen akkurat ist. Wenn man hier reinkommt, wenn man hier durchgeht, wenn man auf diesen Hof geht, merkt man, es ist kompakt, aber überall steckt Liebe und Detail drin. Das finde ich das cool. Das möchte ich versuchen rüberzubringen. Ja, das ist neu. Ja. Wie wichtig das Ganze als Prestigeobjekt war hier, die ganze Burganlage zeigt auch, dass namhafte Künstler und Architekten involviert waren. Zum Beispiel Karl Friedrich Schinkel. Natürlich der Friedrich. Digga, heißt. Dankeschön. Ja. Er hat recht, was er gerade sagt. Vergangenheitsklim regelt. Der Mann hat einfach Ahnung. Er ist schon wieder Friedrich. Ja. Ja. Klar, ist ein Preuße. Friedrich oder Wilhelm. In Berlin ein Schauspielhaus gebaut oder in Potsdam die Nikolaikirche. Und dass der involviert ist, zeigt, es war ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Es gibt ganz besondere Details in die Bögen. Das wird sehr, sehr schwer umzusetzen sein. Und ich glaube, den... Ja, wie hast du es umgesetzt, Pumi? Ich habe ja einfach geschummelt und habe die 15 Grad ungefähr verdreht, sodass sie gerade stand. Mhm. Und dann hatte ich einen größeren Maßstab. Mhm. Ich habe die Bögen einfach nicht gemacht. Okay. Den Wechsel zwischen der Ruine und dem, was noch erhalten ist, das darzustellen, da bin ich besonders scharf drauf, muss ich sagen. Der Burgundergarten hier ist natürlich eine romantische Inszenierung. Oh, so schade. Ja, aber so sah ein Garten im Mittelalter halt nicht aus. Ist aber sehr schön. Ja, sehr schön voll. Gemacht. Ja. Die Kernburg, ja, die ist schön. Ja ziemlich klein im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben. Ja, das habe ich gar nicht gesehen, die Burg. Solche kleinen Burgen, die waren im Mittelalter eher das Übliche. Wir sehen natürlich gerne die besonders großen Anlagen, die besonders prächtigen. Aber so wirklich ein festes Haus mit Mauer, das ist das, was wir in allermeisten Fällen tatsächlich hatten. Also wenn ich jetzt... ein Prinz von Preußen wäre, würde ich dann auch lieber in so einer Burg wohnen würden, statt so einem Riesentrara. Ja, kannst du ja nicht unterhalten. Ich glaube, mein Vorteil gegenüber Klim ist, dass ich die Dinge immer vorher sehr exakt plane, die ich mache. Das hilft normalerweise sehr. Ich hatte schon Kontrahenten und Kontrahenten, wo ich gedacht habe, es reicht, wenn ich mich da semi anstrenge, aber ich glaube, bei Pumi muss ich all out gehen. Ganz ehrlich. Oh. Das war ein bisschen fies von mir, den anderen gegenüber auch. Das war schon ein richtiger so. Hast du den Text gelesen? Ach ja, nee, das habe ich auch gelesen. Das stimmt doch. Steigen die vielen Siege zu Kopf. Aber es stimmt halt auch, man. Es waren halt Leute dabei, die jetzt nicht so im Minecraft-Building drin waren. Ich sag lieber nichts mehr. Aber ich glaube, bei Pumi muss ich all out gehen. Ganz ehrlich, muss so ich 60-40 auch. Für Klim. Aber das heißt nicht, dass der fast ein bisschen Außenseiter nicht doch das Ruder noch rumreißt. Das war geil. Oh, das war geil. Der Weg dahin ist geil. Aber der Shot ist auch cool. Ja. Da ist nämlich noch ein kleiner Aussichtsposten, so ein Turm. Ich weiß gar nicht, ob das so als Ruine auch wieder angelegt war. Da sind wir hingegangen, um einen Shot auf die Burg zu haben. Aber mach mal weiter, erzähl mal gleich noch was. Mach mal ein großartiger Blick auf... So, jetzt. Da hab ich einen Herzinfarkt bekommen, sag ich mal. Ja, das war so auch. Schlimm. Es war wir alle. Furchtbar. Ja. Wir müssen da locker sein und reden. Und in Wirklichkeit haben wir gerade alle Todesangst. Das ist richtig. Ich hatte aber nicht wegen mir Todesangst, sondern... dieser Kabuff, also ich stehe schon quasi in der Hälfte von diesem ganzen Teil drin. Ne? Mhm. Also vor mir sind vielleicht noch 30, 40, 50 Zentimeter. Ich kann es nicht so gut einschätzen. Mhm. Nicht viel auf jeden Fall. Mhm. So, wie haben die diesen Shot jetzt hinbekommen? Ganz klar, auf der anderen Seite ist nochmal so eine Lücke. Ja, so eine. In diese Lücke hat sich der Kameramann reingestellt. Und ich hatte das Gefühl, er rutscht jede Sekunde raus. Also der... da steht der Julius... mit seinem riesen Kamerarucksack. Nix stehen, also nix stehen. Ja, klettern. Hocken hängen. ja, irgendwie so. Also ich dachte wirklich, er fällt runter. Ich konnte ihn nicht angucken. Ich habe wirklich Terror bekommen, als ich ihn angeguckt habe. Also, ich muss auf den Boden gucken. Wir sind uns einig, der hat so Gämsen- oder Steinbock-Gene irgendwie. Der kann sowieso so Ziegen krass. Auf nichts stehen.
Sonst hätte er es nicht überlebt. Ja, ja. Und wir hatten echt Bammel um den. Weil hinter ihm geht es von, auf bei uns, durch diese Schießscharte, durch dieses Loch in der, durch diese, ach, diese Zinnen, durch diese Zinne, da geht es irgendwie noch 3 Meter runter und bei ihm waren es 15 Meter. Mhm. Ja. Aber, oh, und dann kommt Stein. Also dann kommt wirklich eine Steinklippe. So. Er wäre tot gewesen. Wäre der runtergefallen, wäre sofort tot. Ja. Keine Chance. Ja, das ist wirklich krass. Auf Burg Rheinstein? Aber nein, er hat nicht zu viel Red Bull getrunken und dachte, dass er Flügel hat, Lena. Nee, das ist nicht korrekt. Ich wollte es so. Sind wir nur für den Blick hierhin gelaufen? Nein, wir sind hierher gelaufen, um einen wundervollen Rahmen zu haben für deine heißgeliebte Challenge. Oh. Gott sei Dank haben wir die Szene nur einmal aufgenommen und mussten und nicht lange anstehen, den Kameramann. Ja. Gott sei Dank. Burg Rheinstein ist übrigens eine der wenigen... Ey, da habe ich eigentlich immer, als ich die Hände vors Gesicht gemacht habe, habe ich einmal, beim ersten Mal, als wir es gemacht haben, gesagt, bitte keine Redstone, bitte keine Redstone, bitte keine Redstone. Und das stimmt. Jedes Mal sagen. Ja. Und jetzt ist es nicht drin. Cool. Diese 2 Sekunden hätten nicht wehgetan, muss ich sagen. Also, da war ich ein bisschen, hat es so gut gepasst, weil wir haben, also wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was die Challenge ist. Das war wirklich, ich hatte wirklich die Hoffnung, dass es keine Redstone-Challenge gibt. Also das ist auch tatsächlich so, ich darf da das verkünden, dann weiß ich ja, später wird es mit Sophia gedreht. Gut, ich glaube, ab zu der 3. Folge durfte ich euch dann auch vor Ort tatsächlich erzählen, aber halt nicht mehr vor der Kamera. Ja, in den ersten paar Folgen noch nicht. In der allerersten Folge haben wir es sogar noch ganz anders gemacht. In den ersten beiden, glaube ich sogar. Mhm. Ja. Weiter? Weiter. Nein, wir sind hierher gelaufen, um einen wundervollen Rahmen zu haben für deine heißgeliebte Challenge. Oh. Da man hört, man sieht es auf deine Lippen. Ja, ja. Man hat auch deine Lippen gesehen. Du hast gedacht, bitte kein Redstone. Das hätte man easy mit reinnehmen können. Yannick, wo bist du? Wo ist los, Digi? Yannick ist manchmal in meinem Chat, wenn wir die Sachen gucken. Der hat es geschnitten und der hätte mir das jetzt beantworten können. Burg Rheinstein ist übrigens eine der wenigen Burgen mit instand gehaltenem Fallgatter. Einem wahrlich prächtigen Fallgatter. So prächtig sogar, dass... Oh, warte mal, da will ich mal ganz kurz zurückspulen und vielleicht einen Funfact nennen. Prächtiges Fallgatter. Wirklich, ich weiß, es klingt so weird. Burg Rheinstein ist übrigens eine der wenigen Burgen mit instand gehalten... Oh, man sieht das hier gar nicht wirklich drauf, ne? Das Loch. Hier, ich meine die Klappe für... Ja, das ist keine Klappe. Guck mal, ganz unten links, das unterste linke Stück... Die haben ja alle so einen Metallstab drin, nur dass bei dem ist gar kein Metallstab, sondern das ist, glaube ich, Leder oder sonst irgendwas. Das kannst du wegdrücken und da kommt die Katze durch. Hm. Ja. Ist auch versetzt zu dem anderen. Ja, genau. Das ist irgendwie weich. Ja, da kann die Katze durch. Kein Metall ist, ja. Ja. Das ist die Katzenklappe sozusagen. Ganz genau. Katzenburgtor. Einem Fallgatter, einem wahrlich prächtigen Fallgatter. So prächtig sogar, dass ihr es in eurem Bild einbauen werdet. Wichtig, hoch und wieder runter muss das Ganze gehen können. Wer das besser hinbekommt, bekommt dafür 3 Smaragde in der Entwertung. Und vergesst nicht, eure Builds werden später von unserer Jury ganz genau bezüglich historischer Korrektheit, Kreativität und Design unter die Lupe genommen. Viel Erfolg! Ich glaube übrigens nicht, dass das ein Originalgatter ist. Oh, warum? Das ganze Burg ist nur aufgebaut. Ich glaube auch, dass es einfach rekonstruiert oder ich weiß nicht, wie viel davon original ist. Bei dieser Burg würde ich mir für nichts die Hand ins Feuer legen, dass es original ist. Verstehe. Also meine ersten Schritte tatsächlich waren, mir einen Grundriss anzugucken und habe das dann in mein Zeichenprogramm gepackt, habe mir ein Maß rausgesucht und habe dann die ganze Burg abgemessen, wie lange jedes Stück sein muss, innen und außen und jedes Detail. Darf ich kurz nochmal anmerken, liebe Chats oder alle 3 Chats, der gute Mensch da oben, der Pumi the Cat, hat nämlich so ein bisschen Geschichte studiert. Der ist ein bisschen vom Fach. Archäologe doch auch, oder? Das stimmt. Archäologie nebenbei. Geschichtswissenschaften und klassische Archäologie. Ja, also ich hab schon Schnappatmung bekommen, als ich das so mitbekommen habe. So, der Herausforderer dieses Mal hat Geschichte und Archäologie studiert und oh Gott, was mache ich bloß, wenn der mehr Ahnung hat und der nimmt mich auseinander? Hat er dann nicht, war nett zu mir, aber der hat ein bisschen Hintergrund. Jetzt machst du, glaube ich, auch Game Design, gell? Ja. Also ganz ehrlich, wer Game Design studiert, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist faktisch korrekt. Was hast du studiert, Klim? Das ist tatsächlich faktisch korrekt. Was hast du studiert, Klim? Game Design, ja. Ach was. Citurian ist gerade bei mir im Chat, das ist ein Real-Life-Kumpel von mir, der hat auch Game Design studiert. Liebe Grüße. Ach so, bei mir auch. Ah ja, okay, dann sind wir schon 3. Schön.
Ich habe mit der tiefsten Stelle der Burg angefangen und die einfach hochgezogen. Und dann stand wirklich, das war diese leere Welt ohne Terrain. Und dann stand wirklich eine Burg, die so hoch... Das war auch mein bester Approach. Von allen Burgen, das war das Smarteste. Ja. Hoch war wie die Burg auf dem Berg, aber der Berg war nicht da. Das sah total bekloppt aus. Das hier ist also Burg Rheinstein. Zur Erklärung für alle Nicht-Minecrafter, du machst im Prinzip den Grundriss und dann durch einen Befehl kannst du eine bestimmte Höhe an Steinen einfach erzeugen. Ja. Deswegen, diese sehr hohe Burg ohne Berg ist relativ einfach zu bauen für dich. Naja, okay, den Grundriss muss ich draufbringen. Der ist jetzt nicht super einfach, der ist klar. Ein bisschen fiddelig, sage ich mal. Aber sobald das gemacht ist, alles markieren, aber sagen, 20 hoch, fertig. Genau, es sah eben so nach wahnsinnig viel Steinen aus. Aber die kannst, das, was wir da gerade gesehen haben, kannst du relativ einfach erzeugen. Das meinte ich damit. Das stimmt, ja. Gut, danke. Vielleicht ein bisschen. Ich habe einmal die Blockpalette noch geändert, weil ich erst dachte, ich baue auch mit Bruchstein, Cobblestone. Ich bin dann aber in die Recherche reingegangen und habe ein Buch gefunden, in dem steht, aus was die gebaut wurde im Original, die Burg. Aus was besteht sie wirklich, nicht nur... Der feine Herr recherchiert. Der feine Herr macht Recherche. Google, das ist einmal ganz normaler Backstein aus Grauwerk. Das hat Metalleinschlüsse, deswegen oxidiert das und hat diese rötliche Färbung. Das riecht aber auch Schieferanteile. Habe ich aber im O-Ton richtig gesagt. Vielleicht ist das auch noch drin. Ja. Welche Blöcke aber in Minecraft spiegeln das jetzt wieder? Ich bin großer Verfechter von Matt, also von Schlamm. Gibt es einmal Packed Matt, der hat diesen Cobble-Look. Dann haben wir Matt Bricks und dementsprechend halt Variationen davon. Und dann sieht das so aus mit einem Klick. Das Terraforming ist wirklich schwierig. Ich möchte immer versuchen, den möglichst detailgetreuen und realistischen Eindruck zu erwecken. Und deswegen haben wir hier den Rhein und hier kommt die Straße. Wie man hier Kirby schlafen sieht im Hintergrund. Möchte ich auch nochmal betonen, kommt in den ganzen Videos nicht hin. Also das Landschaftsdesign von Klim ist unfassbar. Jedes einzelne Mal wird immer übersehen, weil es nie groß in die Wertung reingeht. Aber das Erste, was irgendwie immer hast du die jeweilige Topografie perfekt nachgebaut und nie kommt es wirklich in die Wertung. Schade. Das stimmt, ja. Es wurde nie wirklich erwähnt. Ja. Und das Schwierige ist dieser steile Abhang, weil diese Burg ist so ein bisschen in den Stein reingehauen, aber auf verschiedene Arten. Da führt so ein Serpentinenweg führt da hoch. Und den Weg will ich natürlich mit einbauen. Das heißt aber auch, dass die Steigung richtig sein muss. Und das heißt auch, dass die Steigung an der anderen Seite richtig sein muss und proportional eben zu der Burg, die wir hier haben. Und das ist schwierig. Aber das wird die erste große Herausforderung sein, noch 10 Stunden auf dem Timer zu haben und diese ganze Terraforming-Geschichte hinzubekommen. Das größte und schlimmste Hindernis war, dass ich beim Bauen des Grundrisses 2 Fehler gemacht habe, die unabhängig voneinander stattgefunden haben. Und dann kam ich später an den Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott, das passt ja überhaupt nicht. Das war Krise. Das passt hier das halt war nicht. War Krise. Das heißt, wir werden das so ein bisschen verschieben müssen. Und vielleicht müssen wir das ein bisschen rausziehen, das ein bisschen rein, hier ein bisschen kürzer, da ein bisschen länger. Das wird noch ein paar Minuten dauern. Ein paar Minuten, die sehr, sehr teuer werden könnten. Das Ganze hat mich ganz bestimmt 2 Stunden. Am Ende ist das Schlimme. Das sage ich jetzt, glaube ich, auch nochmal, wenn das jetzt müsste die Stelle sein. Mhm. Aber du kannst dich ja vorbereiten, wie du willst, ne? Wenn du dann halt in dem Moment blöd bist, dann hilft dir ja auch alle Vorbereitung nicht so. Ne? Mhm. Das hilft kein Training, wenn du auf dem Platz nicht zustande bringst. Und man sieht in dieser Szene, gerade bei dem Ding Minecraft, ganz oft die hintere Mauerseite. Ja. Die habe ich immer versehentlich eins zu kurz gebaut quasi, weil ich die eins nach hinten verschoben hatte. Die hätte immer 5 lang sein müssen. Das heißt, wir werden das aber immer nur verschieben müssen. Und vielleicht müssen wir das ein bisschen rausziehen, das ein bisschen... Hier. Ja. Ja. Das ganze Ding, also wirklich das ganze Teil. Und darum haben mir am Ende 15, 16 Blöcke Tiefe gefehlt. Und ich habe das erst nicht gerallt. Ja, vor allen Dingen auch dann das Problem zu erkennen, frisst ja auch nochmal Zeit. Mhm. Und das ist auch in der Spieleentwicklung und wahrscheinlich auch in vielen anderen Berufen genauso. Man denkt sich, ja, okay, wie viel brauche ich realistisch für alle Aufgaben? Sagt dann, okay, 6 Stunden, okay, dann mache ich noch 4 Stunden Pufferzeit und am Ende braucht man 11. Ja, also genau so, ja. Ich verstehe, glaube ich, gerade nicht so richtig, was ihr da erzählt. Okay, warte, okay, pass auf. Siehst du die hintere Rückwand, ne? Ja.
Die siehst du, genau. Die ist immer 4 Blöcke lang hier in dem Bild. Und überschneidet sich Abschnitt. Um 1. Pro Abschnitt. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Und jeder müsste 5 lang sein, weil das ja, ist dann, mein, das war dann, mein Measurement. Dann verlierst du hast du einen Stein mal die Abschnitte zu wenig. Jetzt habe ich es verstanden. Exakt. Ja. Rein, hier ein bisschen kürzer, da ein bisschen länger. Das wird noch ein paar Minuten dauern. Ein paar Minuten, die sehr, sehr teuer werden könnten. Das Ganze hat mich ganz bestimmt 2 Stunden gekostet, wenn nicht ein bisschen mehr, weil ich das auch erst falsch korrigiert habe. Und dann gemerkt habe, das hätte ich gar nicht so, machen müssen. Und dann das alles wieder zurückkorrigiert habe und dann das Richtige gemacht habe. Selber schuld. Gumi, kannst du mir ein paar Euro leihen? Was? Kannst du mir ein paar Euro leihen? Ich mag deine Definition von ein paar. Ach so. Das wusste ich in dem Moment nicht. So sieht das Ganze aus, wenn man beim Terraforming dabei ist. Und so sieht es auch aus, wenn man sich überschätzt. Ich habe gedacht, ich habe genug Zeit, ich kann hier das Ganze terraformen und da hinten diesen Ausblick machen. Oh, aber cool, erstens, was mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist die Minecraft-Seedistanz. Man kann gar nicht so weit gucken. Also ist dieser ganze Sinn und Zweck von diesem Aussichtspunkt irgendwie auch Quatsch. Und zweitens, ich muss mich auf die Burg konzentrieren. Guckt auf den Timer, ich habe nur noch 3 Stunden 30 Zeit. Was mache ich jetzt also? Ja? Also ein paar Minuten. Ich glaube, ganz ja. Würde ich sagen, ja. Ja. Viele Details werde ich einfach nicht schaffen. Die Innenräume anzudeuten, werde ich auch nicht mehr schaffen, nicht in dieser Zeit. Das heißt, mein Plan ist jetzt, mit der Redstone Challenge Punkte rauszuholen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Guck mal, wenn man voll in der Burg steht, also wir sind jetzt drin, ja, dann möchte man natürlich das Tor einfach öffnen können. Wir machen das also auf. Das Tor öffnet sich und man kann rein und rausgehen. Ganz entspannt. Alles gut soweit. Aber was ist denn, wenn man außen steht? Hat man hier auch einen Hebel? Das wäre ja ein bisschen komisch. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar haben wir hier einen Wächter. Einen Torwächter. Und der Torwächter möchte etwas haben. Man kann ihm also etwas geben. Ich gebe ihm jetzt einfach mal absichtlich das Falsche. Ich sage, ey, guck mal, ich möchte rein und ich habe als Geschenk mitgebracht einen Zaun. Er guckt sich das an. Verweigert das Reinkommen. Die Pfeilanlage schießt mich ab. Ja, ich werde beschossen. Was er nämlich haben möchte, ist das richtige Dokument. Ist ja klar. Er möchte ein Dokument haben, mit dem wir reinkommen. Ja, und das ist dann selbstverständlich der Passierschein A38. Klar. Und wenn ich den Passierschein A38 gebe, dann geht das Tor auf. Ich kann also ganz normal durchgehen. Und hinter mir macht er das Tor natürlich auch wieder zu. Ja, der kann es ja nicht die ganze Zeit offen stehen lassen. Und das ist das, was ich mir ausgedacht habe. Und jetzt stehe ich vor der kleinen Aufgabe, das Ganze in die Minecraft-Welt zu bringen, also in die richtige. Das alleine und das zu testen, wird auch schon mal wieder mindestens eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, wenn nicht sogar länger. Dann hatte ich das irgendwann fertig, hab's getestet, hat alles funktioniert und dann war nicht mehr viel Zeit über. Und die habe ich dann einfach genutzt. Ich bin hochgeflogen, hab mir die Burg angeguckt, hab gesehen, okay, wo kann ich jetzt... Also quasi eigentlich ein Viertelpaar. Ein Viertelpaar, ja. Ein Viertelpaar Minuten. Ja, mit am wenigsten Zeitaufwand noch den größten Impact machen. Ich habe mir halt mein eigenes Grab geschaufelt mit der Zeit. Ne? Also ich habe gemerkt, okay, ich habe den Grundriss nach 90 Minuten fertig gehabt, dachte, da bist du super in der Zeit, das passt richtig gut. Bin dann bei 6 Stunden angekommen und habe da eben diesen groben Schnitzer bemerkt, weil ich den Bergfried oder das Haupthaus anfangen wollte. Und dann waren es noch 4 Stunden. Und dann saß ich da mit dieser halbfertigen Burg bei 2 Stunden und war so, okay, jetzt klappt's nicht mehr. Freunde, da bin ich. Jetzt ist die Zeit vorbei und wie ihr schon sehen könnt, ganz fertig bin ich leider nicht. Gebe ich die Burg weniger detailliert ab und bleib dafür näher in der Zeit oder ich mache das so, wie ich mich damit wohlfühle und wo ich die Vision, die ich für die Burg hatte, und dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich denke, dass ich eben noch 2 Stunden brauchen werde. Sobald ich jetzt in die Overtime gehen kann, werde ich das tun. Also noch circa 20 Minuten. Noch ein paar Minuten. Ist ganz wichtig, dass ich vor der Zeit, oder halt in der Zeit. Das hat sie euch angezahlt, oder? Ja. Ja, wirst du noch ein paar Mal sagen, glaube ich. Zeit fertig werden. Und es ist wirklich noch einiges zu tun. Der Eingang ist nicht schön, aber funktional. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass gerade das obere Fenster tatsächlich mit hier reinschaut, aber es gibt eigentlich 2 obere Fenster. Egal, das ist nicht akkurat. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, dafür habe ich die Regenrinne. Ehrlich, merkt kein Mensch in der Jury. Merkt in der Jury kein Mensch. Also, dafür habe ich die Regenrinne, hat auch keiner gemerkt. War recht gut getroffen. Wir durften ja euch durchführen. Ja. Das heißt, wir haben euch auf alles aufmerksam gemacht, was wir für wichtig, also wenn ihr es gar nicht beachtet habt, dann hat Klim auch vergessen, es euch zu sagen wahrscheinlich. Ja.
Man muss aber dazu sagen, das ist jetzt erst seit. Ist es die erste Folge gewesen, wo wir euch rumgeführt haben? Ich glaube ja. Früher haben, also in den ersten Folgen haben wir noch nicht rumgeführt. Ach so, wichtig. Du hast ja auch gesagt, ja. Du fändest sowieso gut, wenn die Baumeister eine Präsentation machen dürften. Ja, so eine richtig janky PowerPoint-Präsentation. Das wäre so geil. Mhm. Hallo, heute stelle ich Ihnen meine Burg vor und möchte so kolloquium-mäßig, weißt du? So Höhle des Löwen-mäßig. Ja. Reben außenrum, ich habe sogar diese Barrels hier und sogar dieses Fake-Skelett, was du. Das war so dumm, ne? Da lag wirklich ein Skelett in der Ecke. Also das war Halloween-Skelett, war weird. Ja, Skelett, was hier drinnen liegt, das habe ich auch reingebaut. Mal gucken, ob die Jury das sehen wird. Ich weiß nicht, ob der Pumi das Innenleben vom Schloss macht. Kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Weil wann? Also, vielleicht. Ja, dauert halt ein paar Minuten. Schätze ich auch. Pumis Zeitmanagement. Es kann ja auch sein, dass. Ja, also voll unterschätzt mein Zeitmanagement, auf jeden Fall. Zwei Wochen gebaut. Ich auch. Ich habe 3 Stunden überzogen insgesamt. Okay, ich bin fertig. Viele sind knapp. Ihr seht es da unten. 3 Stunden Overtime. Anderthalb paar Minuten. Und ich finde für mich, es hat sich 100%ig gelohnt. Das, was ich nach 12 Stunden hatte, durch die Fehler, die ich selber gemacht habe, das hätte ich nicht abgeben wollen. Da hätte ich nicht hintergestanden, hätte ich mich schlecht gefühlt. Das tut weh, weil das sind 6 Punkte. Trotzdem, ey, es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich bin mit dem Ergebnis persönlich einfach super happy. Ich würde sagen, mir gefällt das Haupthaus besonders gut, also im Zusammenspiel mit dem Garten davor und dem Turm, weil ich da am meisten Detailarbeit reingesteckt habe. Das hat einfach super viel Spaß gemacht und es ist mir, finde ich, ganz gut gelungen. Also, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir haben viele Details eingebaut dieses Mal. Wir haben eine richtig coole Redstone-Mechanik, die wir hier haben mit einem Wachmann. Was? Hier diese beiden Tore, die Tische. Und ich habe wirklich versucht zu gucken, wo sind Lianen, wo nicht. So diese Bäume habe ich versucht einzeln abzubilden. Das hier. Das ist mega. Also, einige Details sind mit dabei. Also, ich habe versucht, wirklich alles detailmäßig, so gut es geht, reinzubringen. Von daher würde ich jetzt sagen, that's it. Das ist meine Burg. Jury, was sagt er? Abgegeben an die Jury, professionell. Ja. Sehr gut, sehr gut. Gute Überleitung. Das finde ich so toll. Das finde ich super. So, Schluss mit dem Bauen. Zeit für die Bewertung. Wer wird wohl diesmal über das Schicksal der beiden Kleinburgen entscheiden? Minecraft-Content-Creator Blizzard. Blizzard! Bei ihm ist scharfe Kritik vorprogrammiert. Ja. Das, ja. Und Journalist und ehemaliger Archäologe Dom Schott. Der war so lieb. Real Talk, alle waren ultra lieb. Also wirklich, ich habe noch nie so viele total liebe, kreative Menschen auf einem Haufen gesehen, glaube ich. Das war insane. Das war echt cool, ja. Also ich habe Sozialphobie so. Das ist für mich, wenn einer da komisch gewesen wäre, dann wäre die Folge ganz anders geworden. Weil dann wäre ich davon übel betroffen gewesen. Ja. Was ja da übrigens in der Hand... Sag du? Sag ruhig zuerst. Was er da in der Hand hält, ist übrigens ein Lesestein. Und der heißt, der Stein... Also, ja, quasi. Und dieser Stein, also ein Bergkristall, wird auch Beryll genannt. Und die Mehrzahl von Beryll ist dann Berylle. Und da kommt das Wort Brille her. Brille her. Mhm. Damn. Ja. Stark. Mhm. Den Fakt, der hat mich auch ein bisschen aus dem Häuschen gebracht. Dom Schott, by the way, hat den Podcast Okay Cool. Mhm. Und... Ben und ich waren zu Gast im Podcast Okay Cool wegen dem Thema Solarpunk. Und ich komme so zu Dom und sage, Moin Dom, da trifft man sich auch mal echt. Hä, wieso? Ja, wir haben einen Podcast zusammen gemacht. Und Dom guckt mich an. Nee. Und ich denke mir, hä, doch? Doch, Solarpunk. Sagt mir nix. Hast du nicht den Podcast Okay Cool? Ja doch. Wir haben über Solarpunk geredet. Ach, jetzt! Und dann hat er sich den ganzen Tag schlecht gefühlt. Das war lustig. Ja. Was bei... Hm? So, ich ganz zu dem Thema noch, er hat nicht nur dich interviewt und auch Hauke, sondern auch Mathilde Hoffmann, das ist die Schwester, Sounddesignerin, deutsche Sounddesignerin, ist die Schwester meiner Game Design Professorin. Es ist ja wild. Cool. Dom vereint uns alles. Das ist so klein alles. Das ist crazy. Aber was man bei Dom gleich bei der Jury hat, der hat sich immer sehr, sehr kurz gehalten, er hat immer nur ein paar Minuten gesprochen. Ja, das stimmt. Kurz und bündig. Und Dom hat auf jeden Fall auch immer die Smaragde an den richtigen Platz gelegt. Das ist korrekt. Immer. Außerdem der einzige Mann, der so viel über das Mittelalter weiß, dass man meint, er wäre selbst da gewesen. André. Das ist so ein André! Satz. Schönes Bild. Was? Sein Geschichtslehrer hat damals von ihm gelernt. Oh, du bist der Chuck Norris für Geschichte. Ja.
Ja, aber ein cooles Bild auch noch mit der Amos. Das finde ich echt mega. Ja. Wie üblich können alle drei pro Kandidat bis zu 5 Smaragde vergeben. Die mögliche Maximalpunktzahl sind also 15 Smaragde. Obendrauf wird die Jury weitere 3 Smaragde für die beste Sidequest vergeben. Wer am Ende mehr... Das ist aber nicht ganz korrekt. Man kann ja noch Smaragde bekommen, wenn der Gegner überzieht. Das heißt, die mögliche Maximalpunktzahl ist unlimitiert. Unlimitiert, genau. Ja. Also so wie du jetzt 6 Punkte Vorsprung hast. Das stimmt, so, weil Pumi hat 3 schon überzogen. Ich habe jetzt quasi schon 6 Punkte. Das ist bestimmt drin. Sie sagt das jetzt bestimmt gleich. Sie hat das in den Takes ungefähr. Den Take, den haben die 100 Mal gemacht. Mhm. Wirklich, ich meine es ernst, 100 Mal. Und jedes Mal, wenn sie den Satz gesagt hat, wie viele Punkte ich an Klim abgedrückt habe, ist was in mir gestorben. Ja. Wirklich, jedes Mal. Lebt noch was in dir jetzt gerade? Leere, gähnende Leere. Aber also, lustig. Ich habe es ein paar Mal gesagt, würdest du sagen. Ja. Paar Mal. Aber lustig, diesmal gar nicht André aka Geschichtsfenster. Weil ich fand es ganz lustig. Ihr habt ja alle Künstlernamen oder zumindest ein alter Ego, das ihr so benutzt. Und ich habe halt Geschichtsfenster ist halt kein Name. Deswegen war das immer so, sind sie aber diesmal ohne AKA. Bei mir steht sogar ein Perso. Ich weiß, hast du erzählt. Das ist crazy. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Wer Smaragde in der Waagschale hat, gewinnt diese Episode von Bau die Burg. Liebe Jury, bevor ihr drauf losbewertet, Pumi hat 3 Stunden überzogen, schenkt also an Klim tatsächlich 6 Smaragde. Ob es das wert war? Ja, was für ein Vorsprung. Gehen wir mal zur Bewertung der Burgen. Okay, dann starten wir erstmal mit Klim. Zuerst mal natürlich die Umgebung, ganz wichtig. Denn wir wissen ja, das Ganze ist auf einer wirklich sehr schönen Berglandschaft. Muss ich sagen, finde ich das echt gut gelungen, wie du das Ganze gebaut hast. Auch wie du die ganze Natur da repräsentiert hast, finde ich richtig super. Wie kamst du letztendlich zu den Materialien, die du da verwendet hast? Kein Block passt so wirklich von der Farbe her, wenn man ganz ehrlich ist. Außer Matt. Von daher nehme ich dann Cobblestone, der gut passt, nicht perfekt. Würde ich sagen, ja. Also ich finde, Matt passt nicht, also wenn man jemand zurückspult. Richtig super. Wie kamst du letztendlich zu den Materialien, die du da verwendet hast? Kein Block. Das ist halt nicht braun, also das ist für mich kein Matt. Ja, aber also es mag mal sein mit der Recherche, die dahinter steckt. Safe, voll, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber von der Optik, wenn man das vom Foto sieht, würde ich sagen, nee. Es ist halt genau dazwischen. Es ist wieder so ein Entscheidungsding, ja? Ja. Also Matt passt besser als Cobblestone und Tuff, gar keine Frage. Aber nichts passt so richtig irgendwie. Außer, ich finde, die Mushroom-Blöcke und Putz passt sehr gut, finde ich. Das war eine sehr gute Idee. Habe ich Sandstein genommen, weil ich dachte, das ist mir zu gelb für weiß. Ja. Dieser Mushroom wird uns noch in weiteren Folgen begegnen. Also Pilzblöcke. Ach so, das war dann... Ich bin dann auf den Pilz gekommen, kann man sagen. Ja. Der Make-Pilz ist legal, ja. Wirklich von der Farbe her, wenn man ganz ehrlich ist. Von daher nehme ich dann Cobblestone, der gut passt. Nicht perfekt, aber gut passt. Und mir eben diese komplette Möglichkeit gibt mit Walls, mit Mossy Cobblestones, Mossy Walls und so weiter. Achso ja, und für die Putzstellen habe ich Pilzblöcke genommen, weil es der einzige Block ist, der so ein bisschen diese Cremefarbe hat. Finde ich auf jeden Fall spannend. Also Pilze normalerweise werden ja nie verbaut. Deswegen finde ich das echt gut. Ja, also zuallererst erstmal wahnsinnig beeindruckt von der Arbeit. Also ich saß davor, als ich es zum ersten Mal gesehen habe und gedacht, wow, okay, das ist alles möglich in dieser Welt. Also erstmal größten Respekt dafür. In der Archäologie damals, als ich das studiert habe, gab es so einen Satz und der hieß sinngemäß, das Gebäude beginnt schon vor der Haustür. Der Weg zu dem Gebäude hin spielt schon eine große Rolle. Was erwartet einen, was kann man sehen, welche Perspektive nimmt man selbst an als Betrachter? Und deswegen will ich zuallererst mal zu sprechen kommen auf den Aufgang zur Burg, der bei dir, also wunderschön, also wirklich so schön. Ich habe die Bilder gesehen, die Fotografien und dann, was du daraus gemacht hast. Man merkt auch immer bei deinen Burgen, dass du den Weg durch die Burg nachbauen willst. Das ist ja, der Aufgang ist einer, aber wenn man in die Burg hineinkommt, dieser Gang mit dieser Mauer, da hast du die ganzen Türen drin, du hast die ganzen Alkoven reingebaut. Total eindrucksvoll. Und man folgt dem Ganzen ein bisschen Innenhof, alles schön, der Garten, wunderschön. Und dann stehe ich im Innenhof und sehe die Türme. Sowohl den äußeren Türmen als auch die beiden Türme am Hauptgebäude und denke mir, was ist da schiefgelaufen? Weil dieser Satz hat mich tief getroffen. Das werden wir in den nächsten Folgen möglicherweise merken. Einfach furchtbar hässlich. Also furchtbar hässlich finde ich persönlich die jetzt nicht, aber die sind nicht das Glanzstück. Es ist wieder so ein bisschen wie beim Bergfried auf der Marxburg. Das ist so ein ganz wichtiger Teil, der dann so im Gesamtbild. And I took that personally. Echt dran. Ich wein gleich. Sorry. Gleich mit Pumi weitermachen. Bei dir natürlich die Natur. Muss fairerweise sagen, wirklich.
dass die zu uns gesagt haben, wirklich hässlich war. Das ist nein, das nicht, sondern dass man ruhig richtig böse sein kann. Und wir haben alle gesagt, ja, gebt's uns richtig. Nicht auf Dirty, sondern auf Kritikebene. Und ich glaube, das hat dann auch motiviert, mal so richtig einen Tiefschlag zu verpassen, oder? Ich glaube, André wollte mir einfach mal klar und deutlich mitteilen, bau mal schönere Türme, du Arsch. Ja, ja, erinnere dich an die Marxburg. Da hat's dich... Aber es hat ja möglicherweise was gebracht, wenn es in den Folgen... Ja. Ja, ich will da gar nicht mehr zu viel spoilern. Ich will doch mal nett sein. Gut gelungen. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist auch, wie du die Berge gemacht hast, weil du auch wirklich sehr versucht hast, eine riesen Palette an Blöcke reinzumachen, damit diese Berge eben auch wirklich sehr realistisch aussehen. Ich hatte also auch da, also erstmal größten Respekt, was du da gemacht hast. Okay. Und ich fand es so faszinierend, auch beide im Vergleich zu sehen von euch beiden, weil klar, dieselbe Burg, aber die Philosophien, sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich hatte bei Klim das Gefühl, wir haben hier wirklich einen Bauherrn. Und bei dir hatte ich immer diesen Eindruck beim Durchlaufen und hatte auch dann so ein Grinsen im Gesicht, wie, da waren Künstler am Werk. Also es war so ein Künstler, der so ein bisschen mit Farbe gearbeitet hat. Zum einen, wenn ich jetzt auf die Schwäche erst hinaus will, beim Laufen durch die Burg, wenn ich wirklich die Perspektive des Besuchers oder der Besucherin einnehme, gab es Ecken, bei denen ich dachte, oh ja, das ist ganz schön grob hier. Vielleicht müsste man dann noch mal ein bisschen länger darauf Zeit anwenden. Aber dann... Bitte? Ist das wirklich so gewesen? Ich hatte das Gefühl, ja, ich habe die Bögen in der Innenwand nicht gemacht, aber ansonsten stimmt das detailmäßig genau. Von da war ich... Ja, nur diese Innenwand ist das Einzige, wo ich das Muster nicht gemacht habe. Ansonsten habe ich alles mitgenommen. Da war ich ein bisschen verwundert. Ja, ja, aber die Ausstattung bei Klim war detaillierter. Du hast wirklich gesehen, dass gerade diesen Rundweg, da hat er sehr viel reingemacht. Und ich würde sagen, das ist wieder so ein Ding im Vergleich. Ja. Das also ist nicht so, dass deine nicht detailliert war, aber halt nicht so wie die von Klim. Ja, ja, ja. Ich würde auch sagen, meine Türme waren nicht übelst scheiße, aber halt nichts im Vergleich zu deinen so. Also. Ja, danke. Ein Bauherr. Ja, die waren einfach tausendmal besser. Und bei dir hatte ich immer diesen Eindruck beim Durchlaufen und hatte auch dann so ein Grinsen im Gesicht, wie, da waren Künstler am Werk. Also es war so ein Künstler, der so ein bisschen mit Farbe gearbeitet hat. Zum einen, wenn ich jetzt auf die Schwäche erst hinaus will, beim Laufen durch die Burg, wenn ich wirklich die Perspektive des Besuchers oder der Besucherin einnehme, gab es Ecken, bei denen ich dachte, oh ja, das ist ganz schön grob hier. Vielleicht müsste man dann noch mal ein bisschen länger darauf Zeit anwenden. Aber dann, wenn man diesen Flugmodus benutzt und dann wirklich die Burg von verschiedenen Seiten ansieht, dann merkt man erst, wie viele schöne Details, die auf den ersten Blick gar nicht auffallen, drin sind. Also die Türme des Wohnturms zum Beispiel, wunderschön ausgearbeitet. Also eine ganz tolle Burg, wenn man die richtige Perspektive einnimmt. Aber wirklich, das schmälert das gar nicht. Ich habe die Burg wirklich auch gerne besucht. Dankeschön. Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Die Burg von Klim ist so ein Level in einem Rollenspiel. Du kannst durch, du siehst alles aus der Perspektive deiner Figur. Es ist Wahnsinn. Deine Burg ist mehr Postkartenmotiv. Je mehr du rauszoomst, umso besser wird sie. Und natürlich auch durch die Farbwahl ist sie cozy, sie ist gemütlich, sie ist ansprechend. Dann auch das Haus neben dem Tor, das ist bei Klim sehr klein, du hast es viel größer gebaut. Ja, mit dem Fenster aus was gemacht und deine Türme haben eine Krone. Deine Türme sind oben nochmal verziert. Du hast halt in meinen Augen zwei Entscheidungen getroffen, die sich von Klim deutlich unterscheiden. Einmal der Maßstab. Hat dir natürlich dann auch zeitlich das Genick gebrochen, vermutlich. Das ja? kommt, und das kommt die nicht Palette, so vor. Dass du eben weggegangen bist von dem. Das kommt gar nicht so raus in der Folge, aber der Maßstab ist deutlich unterschiedlich. Ich glaube, die Burg von Pumi ist anderthalbmal so groß. Ein paar Mal. Tatsächlich, du hattest, glaube ich, Maßstab 1,5 und ich hatte 2. 1,4 hatte ich, glaube ich, ja. Ja, okay, ich hatte also ja 0,6. Also das ist quasi jetzt, immer drauf. Das war jetzt, glaube ich, auch das erste Mal, dass die Maßstäbe der beiden Burgen sich deutlich unterschieden haben. Mhm. Und das hat vielleicht natürlich auch was ausgemacht. Das letzte Mal, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht ist es das letzte Mal. Mhm. Da muss man wohl die nächsten Folgen auch noch schauen. Stein und eher so in den Braun gegangen bist, was bei der Burg, kann man streiten, ist an beidem dran. Aber ich finde, du triffst dann mit deiner Farbpalette die Burg tatsächlich besser. Ja. Klar, du hast einen ganz großen Vorteil, du hast eine Bibliothek und da drinnen ist die Katze, da wartet Riesling auf einen, also das ist direkt in mein Herz. 10 extra Punkte. Ich möchte unbedingt hervorheben, also ich habe selber 2 Kater und die gucken hoffentlich vielleicht gerade zu. Und die freuen sich, wenn ich das sage, aber mir ist auch persönlich immer wichtig, auf der einen Seite...
Ey, Dom ist so ein Süßi, ne, von mir. Aber, André, wie guckst du denn? Das haben auch Leute in den Kommentaren gesagt. Bei mir im Kopf ist da gerade vorgekommen, dass er gerade hier sitzt. Einen? Also das ist direkt in mein Herz. Ich möchte auch unbedingt hervorheben, also ich habe selber zwei Kater und die gucken hoffentlich vielleicht gerade zu. Und die freuen... Mach nochmal einen ganz kleinen Augenblick weiter. Meinen Sie, wenn ich das sage? Weil in meinem Kopf war gerade, er sitzt da bei uns und bei ihm zu Hause vorm Fernseher sitzen seine beiden Kater auf dem Sofa mit der Fernbedienung in der Hand. Das war so, was? Was labert er? Ja, die Frage ist gerade, mir ist auch persönlich die Burgkatze hieß wirklich Süßchen. Das war top, das war mega. Ja, das ist ein geiler Blick, den habe ich gar nicht gesehen. Und Blizzard denkt sich einfach nur, ja, genau. Katzen. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Immer wichtig, auf der einen Seite bei deiner Burg läuft man durch Passagen, bei denen man denkt so, oh, noch Baustelle im Begriff, da kommt vielleicht hoffentlich noch was. Auf der anderen Seite, Raum für diese Details gab es halt bei dir und das fand ich ganz toll und bemerkenswert. Ja, danke. Fun Fact, der hier nicht vorkommt in der Folge. Kommen wir zur Punktevergabe. In dem Buch auf dem Lesepult stand eine Nachricht. Stimmt. An Klim. Das stimmt. Romantisch, sehr romantisch. Eine romantische Nachricht. Von wegen, ich versuche mich da rein zu... Ja, das war ganz zwischen euch. Ich fand das sehr süß. Ja. Vergabe. Seid ihr bereit? So, ja. Das ist die Nachricht. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Beginnen wir... Ich hab so gekämpft. Ey, ich habe die Kommentare gesehen. Ich wusste, dass es drin ist. Ich hab's in den Kommentaren gesehen. Aber... Da hat es SWR geclaimt, ja, hey, danke, das mit dem Meme war so voll unsere Idee. Und ich habe das auf der Burg gesagt, wir müssen das machen. Da habe ich beim Dreh nochmal gesagt, wir müssen es machen. Und Klim und ich mussten es dann noch bei dem Dreh in dem Moment nochmal sagen, dass wir es machen wollen, damit wir es wirklich machen. Highlight. Wir haben uns richtig reingehängt, dass das noch passiert, weil das war so eine geile Idee. Ja. Entschuldigung, was habe ich gerade gefragt? Kennst du dieses Was wird? Vergabe. Seid ihr bereit? Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Beginnen wir erstmal. Kenn ich nicht. Kennst du das nicht? Ne, kenn ich nicht. Soll ich das mal eben anmachen? Gucken. Ich kann das hier anmachen. Schauen wir mal, was. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Doch. Das kannte ich tatsächlich sogar. Okay. Ja, warte. Das war mir wichtig. Ja. Kann ich hier einfach jetzt hier so draufklicken? Oh, noch Baustelle im Begriff, da kommt vielleicht hoffentlich... direkt so und dann jetzt noch die richtige Stelle. Das war irgendwo bei 24 irgendwas, ne? Sorry, ich muss jetzt ein bisschen spulen. Kennt ihr diese Star Trek unterscheiden? Aber Folgen, die freuen sich, wenn ich das sage. Mir ist es auch persönlich immer wichtig. Naja. Es gibt doch so eine Star Trek-Serie, da können sie nur in irgendwie Zitaten reden. Shaka, als die Mauer fielen und so. Das ist, die wussten noch nicht, dass 20 Jahre später die Menschen sich nur durch Memes verständigen können. Ja, die waren ja Zeit voraus, ja. Ja, genau. Ich wusste, also es gibt bei den Känguru-Chroniken gibt es mehrere Stellen, glaube ich. Da kann dann der Protagonist Marc-Uwe Kling nur noch in, also wenn er irgendwas hört, ballert er direkt ein Musikzitat davon nach. Ja, genau. Um das Känguru loszuwerden. Ja. Details gab es halt bei dir und das fand ich ganz toll. Wir erstmal damit. Aber da hier. Kommen wir zur Punktevergabe. Seid ihr bereit? Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Beginnen wir erstmal damit, wo würde ich euch Punkte abziehen? Und ich denke, für 5 müsst ihr wirklich alles perfekt haben. Und das kann ich leider bei keinem sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Burgen... Warte. Ich will es nicht ständig voraufhalten, aber ist das so... Da habe ich mit Blizzard drüber gesprochen im Nachhinein. Weil ich dachte, du kannst ja in 12 Stunden keine perfekte Burg bauen. Das heißt, du kannst nie 5 Punkte geben. Das finde ich schade halt. So, wenn du gar nicht das eröffnest. Weißt du, es ist wie wenn ein Lehrer sagt, ich kann eine 1 schreiben. Für ihn perfekt, wo er wirklich, also wenn, also wir, bei jeder von uns hat ja an irgendeinem Punkt was besser gemacht als der andere. Mhm. Du hast bessere Türme, ich habe vielleicht bessere Details im Garten. Aber wenn man bei einer Person sieht, der andere hat nichts besser gemacht als du, dann wäre es 5 Punkte vielleicht. Ja, vielleicht, ja. Ja, ist ja nochmal Jury. Wenn du diese Details besser eingebracht hättest, ein bisschen mehr Zeit gehabt hättest, keine verloren hättest, Pierpo, dann hättest du 5 bekommen. Deine Burg wäre zwar nicht perfekt gewesen, aber im Vergleich zu meiner hat sie keine erkennbaren Schwächen. Vielleicht so? So hat das nicht gemeint. Er meinte schon, die muss dann perfekt sein. Ja. Ich sehe das übrigens anders.
als? Ich habe 5 Punkte im Lauf der Staffel vergeben. Ja, genau. Das ist auch immer schwierig, ne? Je nachdem, was du für eine Jury hast. Manche geben dir dann halt mehr Punkte und manche anders. Aber ich weiß nicht, ob es manche anders ist. Manche geben dir halt mehr Punkte und manche heißen andere, ja. Das ist richtig. Ja. Ja, genau. Nee, das habe ich mich nur gefragt. Okay. Wirklich gut gelungen sind. Und den einzigen Punktabzug, den ich sonst noch geben kann, ist ganz klar die Texturierung. Da ich finde, diese Blockvarianten, die sind mir doch nicht tief genug gewesen bei Klim. Und das hat mir einfach bei Pumi mehr gefallen. Deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, Klim, du bekommst 3 und Pumi, du bekommst von mir 4. Also das ist der Moment, auf den ich am wenigsten Lust hatte. Beide, also Bauwerke, fantastisch, wirklich, das meine ich von Herzen. Also nochmal dafür, ich war sehr beeindruckt da. Ich hatte es vorhin schon besprochen und angesprochen, diese Künstlerseite, die da bei dir, ob jetzt willentlich oder nicht willentlich durchgerungen ist, die hat mir so gut gefallen, diese vielen Details, wenn man weiß, wohin man gucken muss. Und deswegen lande ich bei einer Vergabe von 4 Punkten für dich, Pumi, und 3 Punkten für dich. Aber wirklich, also in Herzen 1000 Punkte für uns alle. Einfach. Genau. Das ist so süß. Ich stehe vor einem sehr großen Dilemma, denn es gibt eine Burg, der möchte ich einen Punkt mehr geben. Aber das Problem ist, Klim, deine Burg ist in keinem Universum 3 Punkte wert. Die ist besser. Deutlich. Und deswegen bekommst du von mir 4 Punkte und Pumi bekommt 5 Punkte. Die ist deine Burg nicht wert, aber ich habe nur diese Schritte. Anders kann ich nicht machen. Das ist die nicht wert. Ja, ich fand, also wie gesagt, es gab Kritikpunkte an einer Burg und ich hätte sie ihr nicht 5 Punkte gegeben, aber ich war wirklich der Punkt, ich wollte einen Punktunterschied machen, aber ich kann der Burg halt keine 3 Punkte geben. Ja. Grimmsburg ist nicht 3 Punkte. Wärt ihr dafür, dass man das jetzt in Zukunft, wenn es eine 2. Staffel geben sollte, dass man das in 10er-Schritten vielleicht macht, so wie sie es dann auch im Stream immer machen? Ich glaube, das sage ich sogar gleich noch, dass ich an dieses System halt nicht genug Feinheiten hat. Ja. Ich baue keine Burg. Und ja, du hast mehr Zeit verbraucht, aber dafür hast du schon Punkte abgegeben. Das kann ich hier tatsächlich nicht berücksichtigen. Ich kann nur das jetzige Produkt nehmen. Ja, richtig so. Keine 5, aber eben auch keine 3, deswegen 5-4. Jetzt kommen wir zur wirklich alles entscheidenden letzten Position. Die Challenge. Pumi, du hast kein Tor abgegeben. Diese spannende Musik. Nur Klim hat ein funktionierendes Tor gehabt. Und daher sind wir natürlich einig, ohne Diskussion, 3 extra Punkte für Klim. Das war deine Chance, aber wir haben einen Gewinner. Klim, Applaus für dich. Und als Gewinner weißt du ja, du bekommst ja auch was. Und es ist kein Bildbild, es ist etwas noch krasseres. Ein Pappschnitz, von dem ich die Burg bauen kann, aber diesmal aus Papier. Dankeschön. Ja, mach mal die Burg. Hast du es gebaut? Fun Fact über dieses Modell. Das ist spiegelverkehrt. Ja. Das ist richtig. Ja. Hast du schon gebaut? Fun Fact Nummer 2. Ich habe dieses Modell noch am Abend des nächsten Tages verschenkt. Also ich habe hier irgendwo noch das von, habe ich nicht mehr. Nee, ich habe es ist weg. Entschuldigung. Wir können es nicht bauen. Ja, schade. Ich hätte, wäre niemals auf so eine kreative Idee gekommen, wie den Passierschein und ne, jemand, der einen durchlässt, mit Pfeilen und so. Also selbst wenn ich die Zeit investiert hätte, hätte ich die Challenge verloren. Einfach. Ich finde, hatten wir auch hier im Chat, also die Leute finden deine Entscheidung auch sehr, sehr cool, einfach zu sagen, ja, dann habe ich halt 6 Punkte weniger, habe quasi kaum noch eine Chance zu gewinnen, aber du hast eine fertige Burg abgegeben. Es hat hier gerade ziemlich viel Zustimmung gehabt. Also, was wir hier auch schon mal sagen können, weil es ist nie vorgekommen, in der ganzen Staffel nicht, aber André und ich glaube, Pubi, hast du nicht auch dabei? Haben wir uns nicht mal unterhalten? Was wäre denn, wenn einer mal sagt, ich scheiße auf die Zeit, ich mache einfach so lange, wie ich will, aber ich gebe wirklich die perfekte Burg ab. Ich mache halt 50 Stunden, scheißegal, aber die Burg, die ich abgebe, ist einfach eine 200 von 10. Ja, ja, das wäre auch mal spannend. Pumi ist am nächsten dran gewesen, weil er wirklich eine sehr, sehr coole Burg abgegeben hat und gesagt, ja, dann baue ich es halt fertig. 3 Stunden. So ist es. Letzte Dankbarkeitsworte? Ja, das ist ziemlich cool. Ich freue mich schon, das aufzubauen. Die Wahrheit. Ich war danach am Abend zu einer Pizza eingeladen und habe das dann halt da gezeigt. Und dann hatte der Freund, bei dem ich war, der hat einen Sohn. Der meinte so, oh, das ist ja cool. Und dann habe ich gedacht, ja, dann hier,
Dann baut es doch auf, ich mach's eh nicht. Das ist auch gut. Eine sehr realistische Einschätzung deiner Zeit. Ja. Und er ist sich sehr gefreut. Ja. Ist ja auch so ein Punkt, wie gesagt, alle Beteiligten daran sind Leute, die irgendwie im Bereich Streaming oder sonst was sind. Und Zeit zu verschenken hat keiner von denen. Das ist tatsächlich so. Deswegen auch oft so die Frage, nur 12 Stunden. Ey, 12 Stunden müssen die Leute schon erstmal in ihren Zeitplan einbringen. Also das nur ist die so krass. Von 2 Wochen. Ja. Nur die Drehs wird, haben also, auch... Nee, so du zuerst. Also nur die Drehs und so haben so meinen März-Termin nicht zerschossen. Ich bin echt froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder habe. Das kann ich verstehen. Oh mein Gott. Also ich verstehe die Kommentare, ja, dass die Leute sich wünschen, dass man bessere, fertigere Bogen abgibt. Und die wünschen sich ja auch, habe ich öfter gelesen, krassere Bilder als Gegner für Klim. Das checke ich auch voll. Aber und Mods oder sowas. Aber ihr müsst überlegen, das habe ich, glaube ich, hab ich schon mal irgendwo gesagt, wir investieren diese 12 Stunden nochmal oder mindestens 6 Stunden nochmal in die Recherche und ins Building und in das Redstone-Ding dann und in die ganze Idee. Und wenn man einen Fehler macht, dann sitzt du nochmal einfach 2 Stunden lang. Die Uhr hält ja an, nach einer Minute nicht bewegen. Manchmal, ich stand manchmal in der Welt für eine Stunde und habe einfach geguckt, okay, was für eine, was, wo muss ich jetzt aktiv sein, damit ich jetzt keine Zeit in-game verliere. Also Echtzeit bei mir locker 30 Stunden. Ja. Ja, und bei mir sind es dann nur noch 2 Burgen in der gleichen Zeit, so ist auch nochmal ein bisschen tricky. Und was man ja auch sagen muss, ich meine, mit Pumi ist jetzt aus meiner Sicht einer der stärksten deutschen Minecraft-Bilder auf jeden Fall dabei. Aber es gibt auch ein paar Bilder, die jetzt natürlich jetzt keine wirklichen Bilder sind. Also nehmen wir Merle zum Beispiel, also die baut ja nicht viel in Minecraft, aber in Deutschland gibt es halt nicht so viele. Mit Pumi und Space, da haben wir schon voll viele. Debitor wurde angefragt, Debitor hatte nicht wirklich Zeit. Carscrafter ist auch ein übelst krasser Bilder, aber Carscrafter ist reichweitentechnisch schon so groß. Und beim SWR kriegt man jetzt nicht, also ich sag mal so, man hat dann keinen Goldesel im Keller. Und dann muss man ja auch immer abwägen, hey, sage ich jetzt super viele Termine ab und kann weniger streamen. Ja, bei Kroko ist dasselbe, tatsächlich. Weil, damit ich da in der Sendung drin sein kann. Weil am Ende ist es dann nicht, ich krieg Geld und werde dafür gut bezahlt, sondern am Ende ist das, will ich in so einer Sendung partizipieren und finde ich das Projekt cool und mache ich deswegen mit, nicht wegen des Geldes, weil das ist nicht so viel. Der Kernpunkt ist ja, erstens, es gibt nicht so viele super gute deutsche Minecraft-Bilder, viele davon haben wir schon in der Show. Und ja, zum Beispiel Zinus wäre ultra gut gewesen, aber Zinus kann halt nicht sein Studium abbrechen, von der Schweiz nach Deutschland kommen und dafür 2 Folgen Bau die Burg drehen. Also das ist einfach unrealistisch leider. Das, ja. Naja. Ja. Kroko wäre natürlich, das ist glaube ich der Endgegner. Kroko ist ultra stark, aber der war in der Jury drin, der hat nicht mitgebracht. Genau. Und man muss halt auch sehen, in der Zeit vernachlässigst du halt deinen Kanal und also mein Algorithmus, das habe ich gemerkt. Keine Shorts, weniger Sachen. Ich habe das extrem gemerkt, auch im Stream. Haut bös rein. Ja. Haut sehr bös. Ja. Rotpilz auch, aber Rotpilz ist ja irgendwie verschwunden. Ja. Also ich sehe das genauso. Also deine Burg ist künstlerisch besser, die Details sind geil. Also ich finde es auch das Detail, was du für mich eingebaut hast. Das fand ich sehr lieb. Also es hat richtig Bock gemacht. Ja, das stimmt. Ja, ja hätte ich das jetzt nicht vorher gesagt, hätte man das. Ich wusste gar nicht mehr, dass du das erwähnt hattest. Ja. Gegen dich anzutreten. Wirklich, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Vielen Dank dir auch. Und ich muss auch sagen, du bist einfach da so gut, logisch daran zu gehen und das wirklich maßstabgetreu umzusetzen. Da bin ich kläglich dran gescheitert. Und trotz der lieben Worte müssen wir jetzt zum nächsten Step kommen, der darin besteht, deine Burg zu sprengen. Und das darfst du selber machen. Bevor Pumi seine Burg aber sprengen darf, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir ja zu jeder Folge, die wir hier rausbringen, auch einen begleitenden Stream haben. Eine Woche später auf dem ARD-Twitch-Kanal. Und da gehen wir so richtig in die Gewinnerburg rein mit André, schauen uns dann nochmal Details zusammen an, bekommen zusätzliche Erklärungen und ihr habt die Chance, eure Fragen, die ihr vielleicht während der Folge hattet, direkt zu stellen. Und ihr könnt natürlich diesen Kanal abonnieren und alle Folgen gucken, die noch rauskommen werden. So. Jetzt ist es ja unbedingt anschauen. Ja, also hätte ich halt das Tor gemacht, dann hätte ich wieder 2 Punkte verloren. Und es sagt niemand, dass mein Tor besser geworden wäre als das von Klim. Und deshalb, ja, gibt es hier einen würdigen Gewinner. Immer so schade um die Burgen. Das ist hart. Ach ja, guck mal, das ist ja jetzt wahrscheinlich der Zustand ungefähr, wie sie die Franzosen haben stehen lassen.
Ja, exakt. Und Riesling hat überlebt. Ja, Riesling hat überlebt. Das wurde auch gefragt, ob Riesling überlebt hat. Ja, hab ich auch gelesen. Ja. Aber wir haben natürlich noch mehr Empfehlungen, was du... Ach so, ja, das ist ja nur das Outro. Genau. Ja, dann sind wir durch sozusagen. Ja. Liebe Zuschauer in allen drei Chats, tut mir einen riesengroßen Gefallen. Klickt nochmal auf das eigentliche Video beim SWR. Denn tatsächlich kriegen die immer weniger Klicks, obwohl es echt gute Formate sind. Momentan läuft es tatsächlich gar nicht so super. Und wir drei, also der SWR soll ja sehen, gerade wenn wir drei charmanten Menschen in einer Folge sind, das haut total gut rein. Und tatsächlich, es kostet euch überhaupt nichts, aber uns bringt es tatsächlich wirklich was, weil die sollen ja sehen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, haben sie was davon. Also bitte, bitte klickt nochmal kurz auf die Folge, empfiehlt sie, weil tatsächlich, sie können gerade ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ich weiß, es ist um Klicks betteln, aber das muss jetzt einfach sein. Klicks betteln, gutes Betteln. Geht hin, klickt, Daumen hoch, Kommentar schreiben, sehr gut. Ja. Ja. Ja, das wundert mich auch, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie das sein kann. Weil eigentlich müssten die ja durch euch beide schon konstant eine gewisse Viewerzahl erreichen. Dann ist Dom noch dabei, Blizzard war noch dabei. Jetzt, klar, dass das nicht die größte Reichweite ist, wie mit Cars oder mit GroKo in der Kombination. Aber dass die letzte Folge auch, sagen wir mal, nur knapp 11.000 erreicht hat, das wundert mich einfach, weil ich fand es so witzig. Ja, und das es ist halt das Problem, dass es nicht so, also Reaktionen drauf waren ein bisschen schwierig. Also mich wundert es auch. Ich hätte dem viel mehr gewünscht, aber vielleicht kann man ja so ein ganz klein bisschen gegensteuern. Alle, die bereits geschaut, geliked und kommentiert haben, öffnet es doch mal, lasst es im Hintergrund. Das ist schon sehr romantisch, gerade. Ja. Und liken ohne Ende. Real Talk. Ey, das muss 1500 Likes erreichen oder sowas. Ja. Damit das Wenn das Video 1500 Likes hat, verklosen wir die Burg. Ey, really, das ist wirklich so ein Ding, wo ich denke, da müssten sie eigentlich in der Folge drauf hinweisen, mal nach... Was ist so die Zuschauerbindung? 5 Minuten ist wahrscheinlich so der Average, den auf jeden Fall die meisten gucken. Da einblenden, liken und kommentieren nicht vergessen. Ja. Das macht viel aus, das unterschätzt man richtig hart. Also Joe hat das, glaube ich, letztes Jahr angefangen und du kriegst 10-20% mehr Resonanz auf deine Videos dadurch. Ja, das kriegst du. Das ist viel. Ja, ich danke euch für diese fantastische Reaktion. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war super. Auf diese Folge zu reagieren. Es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr mich du eingeladen habt. Ja, ja, voll gern. Also furchtbar gern. Selbstverständlich. Ja. Ich hoffe, wir machen in Zukunft noch was zusammen, weil wie gesagt, mit euch hat es ganz großen Spaß gemacht. Das war vielleicht meine Lieblingsburgbesuch. So von der. Oh, meine auch. Honig. Ich muss sagen, du hast nur einen gemacht. ich weiß. Mein Lieblingsburgbesuch ist Meersburg, aber das liegt daran, weil wir da auf der Bank saßen, bei fantastischem Wetter, die Zeppeline flogen entlang und wir haben ein Eis gegessen. Ja. Das war schon wirklich sehr schön. Gebe ich dir recht, Meersburg war unfassbar großartig, aber das hatte, wie gesagt, das Wetter war perfekt, das war unfassbar gut. Und 60% des Tages wurden vom Frühstück ausgemacht, muss man ja auch. Unfassbar gut. Das war bei uns furchtbar, muss ich sagen. Aber das erzählen wir dann in der Reaktionsfolge auf die Meersburg. Das dauert. Meersburg wird die übernächste, glaube ich. Ja, jetzt müsste eigentlich Cochem kommen. Ja, Cochem kommt jetzt im Prinzip etwas weniger als 2 Wochen. Ja, in so ein paar Minuten. Da war ich, erzähle ich auch nicht mal wieder, da war ich übrigens jetzt auf unserer Moseltour und habe die Führung mitgemacht. Ah, oh, ich bin sehr gespannt. Okay, dann vielen Dank. Genau. Ey, vielen Dank euch und einen Mach's schönen gut. Tag. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schöne Woche und bis bald hoffentlich. Bis bald, ciao. Ciao. So, da sind wir wieder alleine. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vor allem, wie gesagt, die Leute sind großartig. Sowohl Klim als auch Pumi, ganz toll, hat richtig Spaß gemacht und deswegen so die Reaktion mit beiden war mir ein Anliegen. Was ich mir bei der Mode gedacht habe, die ich in den Folgen trage, so laufe ich immer rum. Also oft. Als ich jetzt Urlaub hatte in der Mosel, ich bin in Knickerbockern rumgelaufen. Kann man auf Instagram sehen. Glaube ich. Oder auf Instagram, aber auf jeden Fall auf Facebook sieht man mich in den Knickerbockern. Das trage ich häufiger. Ich bin ein großer Tweet-Fan. Ich finde, das ist ziemlich gut. Gut. War schön, dass ihr da wart. Ich habe mich gefreut. Wir sehen uns Freitag wieder. Also, macht's gut und bleibt gesund.